Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann kommen wir zur Lesung für den heutigen Sonntag. Es geht heute ums Thema Gebet im Namen Jesu und auch die damit verbundenen Abgrenzungen. Und da haben wir ein sehr schönes Beispiel für diese göttlichen Abgrenzungen in Richter 11, schon im Alten Testament, Richter 11, 12 bis 24. Da lesen wir: Da sandte Jephtha Boten zum König der Ammoniter und ließ ihm sagen: Was hast du mit mir zu tun, dass du zu mir kommst, um gegen mein Land zu kämpfen? Der König der Ammoniter aber antwortete den Boten Jephthas: Weil Israel mein Land genommen hat, als es aus Ägypten zog, von Arnon bis an den Jabbok und bis an den Jordan, so gib es mir nun in Frieden zurück. Jephtha aber sandte nochmals Boten zum König der Ammoniter, die sprachen zu ihm: So spricht Jephtha, Israel hat weder das Land der Moabiter noch das Land der Ammoniter genommen, denn als sie aus Ägypten zogen, wanderte Israel durch die Wüste bis ans Schilfmeer und kam nach Kadesch. Da sandte Israel Boten zum König der Edomiter und sprach: Lass mich doch durch dein Land ziehen. Aber der König der Edomiter erhörte sie nicht. Auch zum König der Moabiter sandten sie, der wollte auch nicht. Die Edomiter liegen ganz unten Richtung Rotes Meer, die Moabiter rechts drüber, dann schon in Richtung Todesmeer, Ostufer, und die Ammoniter, Amoriter liegen drüber. Also auch der Moabiter ließ sie nicht durch, so verblieb Israel in Kadesch und wanderte in der Wüste und umging das Land der Edomiter und auch das Land der Moabiter und kam von Aufgang der Sonne, also von Osten her, zum Land der Moabiter, und es lagerte sich jenseits des Arnon und kam nicht in das Gebiet der Moabiter, denn der Arnon ist die Grenze der Moabiter. Und Gott sandte zu Sihon, dem König der Amoriter, dem König von Hesbon, und Israel ließ ihm sagen: Lass uns durch dein Land bis zu meinem Ort ziehen. Aber Sihon traute Israel nicht, dass er es durch sein Gebiet hätte ziehen lassen, sondern er versammelte sein ganzes Volk und lagerte sich bei Jahas und kämpfte mit Israel. Der Herr aber, der Gott Israels, gab den Sihon mit seinem ganzen Volk in die Hand Israels, sodass sie diese schlugen. So nahm Israel das ganze Land der Amoriter ein, die in jenem Land wohnten. Und sie nahmen das ganze Gebiet der Amoriter ein, vom Arnon bis an den Jabbok und von der Wüste bis an den Jordan. So hat nun der Herr, der Gott Israels, die Amoriter vor seinem Volk Israel vertrieben, und du willst es vertreiben? Ist es nicht so, wenn dein Gott Chemosh dir etwas einzunehmen gibt, nimmst du es nicht in Besitz? Was nun der Herr, unser Gott, vor uns vertrieben hat, das nehmen wir auch in Besitz. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber himmlischer Gott und Vater, wir danken dir für diesen Sonntagmorgen. Wir danken dir auch fürs schöne Wetter, dass es doch auch nach kalten Tagen wieder ein bisschen angenehmer wird und auch etwas maigemäßer. Wir danken dir für alle, die auch heute Morgen hier in unserer Mitte sind oder auch aus der Ferne mit uns verbunden, dass wir miteinander auf dein Wort hören dürfen in der Leitung deines Heiligen Geistes und dass du uns so wunderbare Zusagen geschenkt hast, die aber auch ihre Abgrenzungen haben, dass wir das für unser persönliches Leben, auch für unsere Gemeinde im Blick haben und zugleich aber auch sehen dürfen, was für ein weites Land du uns geschenkt hast, dass wir es in deinem Namen einnehmen dürfen. Dir sei Lob und Dank dafür, denn dein Reich ist ja schon seit 2000 Jahren mitten unter uns am Werden. Es wächst und gedeiht weiter, auch gegen alle Angriffe und Bedrohungen der Finsternis. Aber du bist mitten unter uns und in deiner Vollmacht dürfen wir weiter am Werk sein, bis zum Tag der Entrückung. Und so segne nun auch die einsamen Geschwister zu Hause oder auch diejenigen, die sich in kleinen Gruppen versammeln, dass sie mit uns jetzt durch dich und durch deine Gegenwart gesegnet sind. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext zu unserem heutigen Thema
Johannes 16, die Verse 23 bis 27. Johannes 16, 23 bis 27. Es ist immer noch der sogenannte Gründonnerstag, Abend, dem Johannes 5 Kapitel gewidmet hat, der Abend vor der Gefangennahme im Garten Gethsemane, als Jesus mit seinen Jüngern beim Abendmahl zusammensitzt und sich sehr ausführlich mit ihnen unterhält. Einen anderen Abschnitt hatten wir einige Verse vorher, schon vor 2 Wochen, zum Thema die wartende Gemeinde, einige Verse später. Immer noch gleiche Szene, Jesus mit seinen Jüngern im Abendmahlsaal, hier Johannes 16 ab Vers 23. Da sagt er zu ihnen: Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Dies habe ich euch in Gleichnissen gesagt, es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch rede, sondern euch offen vom Vater Kunde geben werde. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Heute wollen wir aus dem weiten Bereich des Themas Gebet einen besonderen Punkt herausgreifen, nämlich das Gebet im Namen Jesu. Denn dieses Gebet ist der Schwerpunkt der Verse, die wir gerade miteinander gelesen und gehört haben. Jesus gibt diesem Gebet die Verheißung absoluter Gewissheit, dass der himmlische Vater es erhört. Er sagt, Vers 23, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Da gibt es kein Vielleicht, kein Womöglich, es ist eine klare Verheißung, das wird er euch geben. Ausrufezeichen. Und dann bekräftigt er das im nächsten Vers 24 gleich nochmal, immer noch im Blick auf dieses Gebet, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Was ist nun so Besonderes an diesem Gebet im Namen Jesu? Ich habe im Regal 8 Bücher zum Thema Gebet. Davon hat interessanterweise keines diesem Gebet im Namen Jesu einen eigenen besonderen Abschnitt gewidmet. Es dürfte ein gewisses Versäumnis sein. Denn dass wir im Namen Jesu beten dürfen, gibt unserem Gebet eine einzigartige Vollmacht. Und um Vollmacht geht es hier ganz und gar. Und viele beten deshalb auch im Namen Jesu. Allerdings wird man sagen müssen, darin liegt auch die Gefahr eines magisch-formelhaften Missbrauchs auf der Hand. Und da den richtigen Weg zu finden, darum geht es heute. Und deshalb die wichtige Frage, was ist nun das Gebet im Namen Jesu? Es ist keine christliche Zauberformel, dass wir statt Abracadabra, Simsalabim oder Sesam öffne dich sagen, das bitte ich im Namen Jesu. Ich denke, so wird es manchmal missverstanden, dass ein Gebet im Namen Jesu ein Gebet sei, dem man am Schluss einfach noch die Zauberformel, das bitte ich im Namen Jesu, hinzufügt. Und schon hat man die Wahrscheinlichkeit, dass Gott dieses Gebet erhört, um mindestens 50% gesteigert. Ich befürchte, so oder so ähnlich stellen sich das manche Gotteskinder mit diesem Gebet im Namen Jesu vor. Aber diese Vorstellung trifft nicht des Pudels Kern. Fragen wir einmal grundsätzlich, was heißt es denn, im Namen
einer anderen Person zu reden oder zu handeln. Das setzt voraus, dass man von jemandem beauftragt ist. Im Namen einer anderen Person kann ich nur reden, handeln, einen Vertrag abschließen oder was auch immer tun, wenn ich von dieser Person dazu autorisiert, bevollmächtigt bin. Mir ist da sehr eindrücklich eine Szene von unserem Hausverkauf vor vielen Jahren in Neuwied vor Augen, bevor wir hierher gekommen sind oder als wir da haben wir schon hier gewohnt. Die Käufer waren ein Paar, das aus beruflichen Gründen noch in Südafrika lebte. Stand berufliche Veränderung an und damit verbunden auch ein Rückzug nach Deutschland. Und deshalb hat es dann auch in Deutschland ein Haus gekauft. Nun war aber zum Notartermin nur der Mann da. Seine Lebensgefährtin, die Miteigentümerin des Hauses werden sollte, war noch in Südafrika. Soweit ich mich noch erinnere, hatte sie ihrem Lebensgefährten eine Vollmacht ausgestellt, die aber den formalen Anforderungen eines deutschen Notars nicht genügte. Vermutlich hat die einfach ein Stück Papier ausgefüllt mit Datum, Unterschrift und gedacht, das reicht dann schon. Aber das gilt bei uns so einfach nicht, bei Immobilien und anderen Geschäften. Der Mann nahm darauf umgehend sein Handy zur Hand, rief seine Lebensgefährtin in Südafrika und meinte, ich zitiere wörtlich, schwing deinen Hintern ins nächste Flugzeug und komm nach Deutschland. Wir können das Haus ohne deine Anwesenheit nicht kaufen. Sie hat dann nicht sich Richtung Flugzeug begeben, sondern offensichtlich Richtung Notar oder Rechtsanwalt und hat es dann geschafft, innerhalb kurzer Zeit ein den deutschen Ansprüchen genügendes Vollmachtsschreiben auf den Weg zu bringen. Aber worum geht's hier? Der Vorgang ist ein anschauliches Beispiel. Ohne eine gültige Vollmacht von Seiten seiner Lebensgefährtin konnte der Mann nicht in ihrem Namen handeln. Ihm waren die Hände gebunden. Mit der Vollmacht konnte er dann ohne weiteres auch im Namen seiner Lebensgefährtin den Kauf abschließen und sie als Miteigentümerin im Grundbuch eintragen lassen. Wir sehen daran sehr anschaulich, was es heißt, im Namen einer anderen Person etwas zu tun. Und das, liebe Geschwister, gilt genauso auch für das Gebet im Namen Jesu. Um im Namen Jesu in seiner Vollmacht beten und handeln zu können, brauchen wir eine den Ansprüchen Gottes genügende Bevollmächtigung. Und die haben wir im Wort Gottes, die haben wir in der Bibel schriftlich niedergelegt, denn da hat uns Jesus seine Verheißungen gegeben. Und diese Verheißungen stecken den Rahmen unserer Vollmacht ab, sowohl unsere Vollmacht im Handeln als auch im Gebet. Im Grund sind wir damit wieder ganz eng bei der Predigt zum Thema vom 20. August letzten Jahres. Damals hatten wir das Thema Gebet, Gottes Verheißung in Anspruch nehmen. Eigentlich geht es beim Thema Gebet im Namen Jesu um nichts anderes. Wir sehen, vollmächtig im Namen Jesu beten kann nur, wer Jesu Verheißung hat. Die Verheißung ist gewissermaßen die Vollmacht. Dem wollen wir konkret noch mit drei Fragen nachgehen. Erstens, wer hat die Vollmacht? Zweitens, worauf erstreckt sich die Vollmacht? Und drittens, welches Ziel hat die Vollmacht? Fangen wir mit erstens an, wer hat die Vollmacht? Da geht es um die Person, die betet und ihre Voraussetzung, die sie erfüllen muss. Jesus begründet in Vers 27, warum gerade wir vollmächtig in seinem Namen beten können. Vers 27 sagt Jesus, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Wir sehen zwei Voraussetzungen, glasklar benannt, die Person, die eine solche Vollmacht haben kann, erfüllen muss. Sie muss Jesus lieben und sie muss glauben, dass er der von Gott ausgegangene Messias und Sohn Gottes ist, der Heiland und Erlöser der Welt. Und das im Vertrauen für sich annehmen, weil ihr geliebt und geglaubt habt. Persönliche Voraussetzung. Vollmacht im Gebet kann also haben, wer in dieser Liebe und in diesem Vertrauen mit Jesus verbunden ist.
Genauso sagt Jesus auch im anderen bekannten Bibelwort Johannes 15, Vers 7, ein gutes Kapitel vorher, kennen wir ja vom Weinstock, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Da sehen wir, dass wir vom gleichen Inhalt reden in diesen beiden Bibelversen, in diesen Zusagen. Eigentlich kann man sagen, ist dieser Vers Johannes 15, 7 eine kurze, präzise Beschreibung und Zusammenfassung dessen, was ein Gebet im Namen Jesu ist. Nämlich, dass wir in ihm bleiben und dass seine Worte in uns bleiben, und dann werden wir bitten, was wir wollen. Missverständlich, inwieweit dürfen wir bitten, was wir wollen? Es geht um ein vom Geist Gottes geleitetes Wollen, das dann unser Wollen wird. Nicht ein ganz beliebiges Wollen, da kommen wir nachher noch drauf. Soweit wir in ihm bleiben und seine Worte in uns bleiben, bleiben wir in der vollkommenen Übereinstimmung mit seinem Willen. Und deshalb ist unser Wille dann in dieser Situation immer auch sein Wille. Und deshalb haben wir die Verheißung, dass ein solches Gebet, das aus dieser völligen Übereinstimmung mit dem Willen Gottes kommt, auch erfüllt wird. Das war genau das Gleiche beim Herrn Jesus. Er hat nur das getan, sagt er. Sohn des Menschen kann nichts tun, als das, was er den Vater tun sieht. Da, wo der Herr am Werk ist, ist der Sohn auch am Werk. Und da kann ihn niemand aufhalten. Also es sind verschiedene Stichworte, die eigentlich alle in diesem Thema Gebet im Namen Jesu zusammenmünden, zusammenlaufen. Also wir sehen, wenn unser Wille mit dem Willen Jesu in vollkommener Übereinstimmung ist, dann können wir in absoluter Vollmacht beten, aber eben nur, inhaltliche Frage jetzt, zweiter Punkt, wenn diese Voraussetzung gegeben ist. So war es bei Jesus auch. Die Vollmacht zum Gebet im Namen Jesu kommt aus unserer Verbundenheit mit Jesus, so wie seine Vollmacht aus der Verbundenheit mit dem himmlischen Vater kam. Ganz logisch, er und sein Wort sind ja unsere Vollmacht, wo wir die Gemeinschaft mit Jesus verlassen, wo wir nicht mehr hören und tun, was er uns sagt, verlassen wir unsere Vollmacht. Wenn wir also im Rahmen dieser Vollmacht beten, dann beten wir im Namen Jesu. Dann hat unser Gebet die gleiche Autorität, die gleiche Vollmacht, die gleiche Gewissheit, dass der himmlische Vater es erhört, wie wenn Jesus höchstpersönlich selbst betet. Diese Vollmacht reicht sogar so weit, dass Jesus in den Versen 26 und 27 sagt: Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. In Jesus haben wir eine ganz persönliche, unmittelbare Beziehung zum himmlischen Vater selbst. Liegt natürlich auch mit daran, haben wir heute den Sonntag Trinitatis, streifen wir nur am Rande, Dreieinigkeit, dass der Sohn und der Vater identisch sind, ein und dasselbe. Bei aller Unterscheidung innerhalb der Dreieinigkeit immer wieder wichtig zu sehen. Und wir erinnern uns auch, Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten zerreißt von oben nach unten in der Stunde des Todes Jesu. Damit ist der Zugang zum Vater in Jesus frei. Wir haben freien Zutritt zu seinem Thronsaal. Und deshalb der Herr Jesus nochmal: Ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Wir dürfen direkt selbst zum Vater kommen. Liebe Geschwister, eine gewaltige Sache. Und wo wir diese Vollmacht haben, da braucht nicht mal mehr Jesus für uns zu bitten. Wir brauchen ihn nicht als Vermittler im Gebet. Denn unsere Gebete haben schon seine ganze Vollmacht und Autorität. So als würde Jesus selbst diese Gebete an den himmlischen Vater richten. Erst recht brauchen wir natürlich dann auch keine anderen Stellvertreter, keine Maria, keinen heiligen Sebastian oder wie die Lieben alle heißen. Denn wir selbst dürfen im Namen unseres Herrn voller Zuversicht und Gewissheit vor den Thron Gottes treten. Das also ist die Antwort auf die Frage, wer hat die Vollmacht? Wer den Herrn Jesus liebt, wer an ihn glaubt, ihm gehorcht, in der Übereinstimmung mit seinem Willen ist.
kommt der zweite Punkt, worauf erstreckt sich diese Vollmacht? Das sehen wir sehr genau an den Verheißungen, von denen wir schon kurz geredet haben. Die Verheißungen Jesu stellen uns keine Blankovollmacht aus. Wir denken nochmal ans Stichwort Johannes 15, 7, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Ein vom Geist geleitetes Wollen. Jetzt ist in der Praxis natürlich immer sehr, sehr schwierig. Wenn ich etwas will, was kommt jetzt vom Geist Gottes oder was kommt noch vom alten Adam oder der alten Eva in mir? In der Praxis haben wir daran immer wieder zu nagen. Das wäre dann noch einmal ein Thema für sich, wie wir das denn gegebenenfalls unterscheiden, wo wir da vorsichtig sein müssen. Ein bisschen interessanterweise sehen wir diese Spannung sogar beim Herrn Jesus selber. Wisst ihr, in welcher Situation? Es gibt wahrscheinlich eine einzige. Garten Gethsemane, genau. Garten Gethsemane. Jesus ist eben wahrer Gott und wahrer Mensch. Und in dieser Situation, diesen furchtbaren Kreuzigungstod vor Augen, von dem er ja schon seit 30 Jahren wusste, dass der auf ihn zukommt. Aber jetzt steht er unmittelbar davor. Und da bekommt eben auch die menschliche Seite unseres Herrn Jesus Angst. Die Bibel sagt uns, dass er in der Angst Blut und Wasser geschwitzt hat. Und da kennen wir alle dieses Gebet, wo er sagt, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Da spricht er jetzt quasi, wenn wir so unterscheiden wollen, in seinem eigenen Wollen. Das darf er, das ist nicht falsch, ist keine Sünde. Auch wir dürfen durchaus mit unserem eigenen Wollen vor den himmlischen Vater treten. Aber eben genauso, wie es der Herr Jesus gemacht hat. Unser eigener Wille ist nicht grundsätzlich falsch. Aber eben unter der Klammer, in die der Herr Jesus jetzt seinen eigenen Willen stellt. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er legt seinen eigenen Willen in den Willen des himmlischen Vaters und der geschieht dann. Aber da sehen wir auch im Herrn Jesus an dieser einen Situation, wie eben auch diese menschliche und die göttliche Natur in Jesu, was wir alles logisch nicht begreifen können, wie die Dreieinigkeit auch nicht, aber wie das auch im Herrn Jesus miteinander im Ringen sein kann. Also, es ist ganz wichtig, auch der Herr Jesus sagt nicht einfach, ich will jetzt, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Er hätte die Autorität gehabt, das auch zu tun. Aber dann wäre unsere Erlösung nicht vollbracht worden. Also wir haben da keine Blankovollmacht. Einfach tun zu lassen, was wir wollen und setzen dann den Namen Jesu drunter. Wir wissen, so funktioniert eine Vollmacht nicht. Da kommen wir nachher gleich noch drauf, wo auch die Grenzen einer Vollmacht sind. Von daher müssen wir sehen, bei einer Vollmacht steht der Name drunter, aber wir müssen sehen, worunter steht er. Was ist in der Vollmacht konkret ausgesagt und was dürfen wir im Gebet tatsächlich vollmächtig in Besitz nehmen? Und deshalb haben wir übrigens auch die Lesung gehört aus Richter 11. Vielleicht hat sich mancher gefragt, was um Himmels Willen hat das jetzt mit dem Gebet im Namen Jesu zu tun? Diese uralte Geschichte von der Landnahme des Volkes Israel im Alten Testament. Es ist eine ganz hervorragende Veranschaulichung dessen, worum es auch ums Gebet im Namen Jesu geht. Das Volk Israel hat von Gott Vollmacht und diese Vollmacht hat klar definierte Grenzen. Israel ist ganz genau gesagt, welches Land von wo bis wohin ihm vom Herrn verheißen und quasi übereignet ist. Es gehört ihm gewissermaßen schon, es braucht nur noch im Glauben einzuziehen und es in Besitz nehmen. Israel ist umgekehrt auch ganz genau gesagt, welches Land ihm nicht gehören wird, wofür es keine Verheißung, also auch keine Vollmacht hat. Wir sehen zum Beispiel Richter 11, was wir gehört haben, 2. Chronik, dass Israel in aller Sorgfalt große Mühe auf sich nahm, um auf seinem Weg nach Kanaan das Land der Edomiter und der Moabiter zu umgehen. Die kamen ja von Südwesten gewissermaßen, von Ägypten, dann nicht die Sinai-Halbinsel runter, das wäre ein eigenes Thema. Land Midian ist östlich des Roten Meers. Von da kamen sie wieder hoch, haben dann erst die Edomiter umwandert, dann die Moabiter, wie wir es in der Lesung gehört haben, die haben sie beide nicht durchgelassen.
Und dann kamen sie schließlich aufs Gebiet der Amoriter. Warum haben die nicht einfach mit Gewalt den kurzen Weg durchs Gebiet der Edomiter oder Moabiter genommen? Ganz einfachen Grund, sie hatten keine Vollmacht dazu. Der Herr hat ihnen gesagt, du wirst keinen Fußbreit vom Land der Edomiter besitzen. Gehört nicht zu deiner Verheißung, hast keine Vollmacht dazu. Gebet im Namen Jesu. Wo haben wir Vollmacht, wofür haben wir keine? Schlussendlich blieb ihnen oben, sie waren dann Gebiet heutiges Jordanien, gewissermaßen östlich des Jordan gestanden und wollten nun ja aber irgendwann mal rein. Und dann stand ihnen noch die amoritische Streitmacht im Weg und jetzt muss Israel kämpfen. Beziehungsweise auch sie fangen den Kampf nicht an, sie kommen, der Amoriter zieht seine Truppen zusammen und fängt den Kampf mit ihnen an. Israel kämpft, der Herr gibt ihnen den Sieg und so nimmt Israel ein Land ein, das ihnen eigentlich nicht verheißen war. Interessant. Und dann haben sie aber in der Autorität Gottes dieses Land in Besitz genommen und dürfen es behalten. Das war der Sinn des Dialogs. Da kommen später die Ammoniter, die auf diesem Gebiet dann wohnen. Und kommt der Ammoniterkönig und sagt, du, ihr Freunde, ihr habt da dieses Land den Amoritern weggenommen. Eigentlich wollen wir das haben. Und dann sagen die Israel, nichts da. Der Herr hat uns dieses Land gegeben, weil die Amoriter sich uns in den Weg gestellt haben. Punkt. Soweit. Also, aber wir sehen sehr, sehr anschaulich, dieses Gebiet der Amoriter, Ammoniter konnte Israel nur in Besitz nehmen, weil sich ihnen die Amoriter feindselig in den Weg gestellt und sie angegriffen haben. Hätten die Amoriter sie einfach durchziehen lassen, wären die Israeliten hinübergezogen und die Amoriter wären unangetastet geblieben, hätten ihr Land behalten. Weil eigentlich hatte Israel keine Vollmacht für dieses Land. Also, solange sich Israel in den Grenzen der Verheißung bewegt, die Gott ihm gegeben hat, kann nichts und niemand Israel widerstehen, ist ganz wichtig. Nichts und niemand kann sie aufhalten, nicht der Jordan, nicht die uneinnehmbaren Mauern von Jericho, denn Israel handelt in der Vollmacht des allmächtigen Gottes. Und liebe Geschwister, das ist auch für uns, auch für unsere Gemeinde wichtig, dass uns das klar vor Augen steht. Soweit und solange wir in den Grenzen der Vollmacht Gottes handeln, könnte uns nur aufhalten, was größer als Gott selbst ist. Und weil es das nicht gibt, kann uns niemand aufhalten. Nur wir selbst können uns aufhalten durch unseren Kleinglauben, der nicht ergreift, was ihm in der Vollmacht Gottes schon geschenkt ist. Es ist also immer wieder auch eine Herausforderung, in den Verheißungen, die der Herr uns geschenkt hat, wirklich zu leben. Würde Israel aber versuchen, über die von Gott gesetzten Grenzen hinaus Land zu erobern, auch mit der Unterstützung aller Streitwagen Ägyptens oder Assyriens, würde es das nicht schaffen. Und wenn, dann läge kein Segen drauf, weil es nicht das Land der Verheißung ist, weil sie keine Vollmacht dafür haben. Und es gilt übrigens auch heute, wir dürfen ja immer wieder auch biblische Gegebenheiten, Fakten, Tatsachen, Gesetzmäßigkeiten übertragen. Wir können nicht verheißungsvoll deutsche Grenzen am Hindukusch oder in der Ukraine verteidigen. Warum? Ganz einfach, weil es dort gar keine deutsche Grenze gibt. Es sind Anmaßungen und Übergriffe, auf denen kein Segen Gottes liegt. Das müssen sich auch unsere Damen und Herren in Berlin und anderswo ganz deutlich sagen lassen. Es sind Anmaßungen und Übergriffe und sie bringen nur über unser Volk Schaden und Fluch. Und nichts anderes. Die Probleme können wir ohne weiteres sehen. Übertragen wir nun diese Tatsache der Landnahme auf unser Gebet, dann heißt das, wir werden im Gebet jedes geistliche Land, wir werden alles vollständig in Besitz nehmen, was innerhalb der Grenzen der Verheißungen liegt, die Gott uns gegeben hat. Dazu haben wir die Vollmacht. Adolf Schlatter schrieb dazu ein sehr schönes Wort, haltet den Blick fest auf mich gerichtet, so sagt Jesus. Sinngemäß nach Adolf Schlatter, haltet den Blick fest auf mich gerichtet, so gewinnt euer Gebet alles, was es nötig hat. Klarheit wie Kraft, Schutz vor Übermut wie vor der Verzagtheit, Reinigung von bösem Begehren wie Aufrichtung zu einem großen Willen, der sich nach Gottes ewigen Gaben streckt.
Da hat der Adolf Schlatter eine Menge reingepackt, mindestens 6 wichtige Stichworte, die des weiteren Nachdenkens wert sind. Klarheit, sagt er, haltet den Blick fest auf mich, nämlich auf Jesus gerichtet, so gewinnt euer Gebet alles, was es nötig hat. Erster Punkt, Klarheit. Gottes Wort gibt uns Klarheit, wofür wir eine Verheißung haben. Und aus dieser Klarheit kommt dann Kraft und Zuversicht. Und diese Klarheit ist gleichzeitig dann auch ein Schutz vor Übermut. Das ist, denke ich, immer wieder ganz wichtig, so eine Grenze. Gerade bei den Charismatikern, die man nicht von ungefähr auch als Schwärmer bezeichnet, wird diese Grenze oft überschritten. Ich sage immer, was wir von den Charismatikern positiv lernen dürfen, ist ein wirklich breites und kindliches Vertrauen auf den Herrn, auf seine Verheißungen. Sie gehen wirklich hin, ist ja auch ein beliebter Ausdruck von ihnen, dass sie im Namen des Herrn Land einnehmen. Wunderbar. Und da dürfen wir wirklich viel von ihnen lernen. Was wir von den Charismatikern nicht lernen dürfen, ist, dass sie beliebig Land einnehmen, wo sie überhaupt keine Verheißung haben. Dann liegt auch in der Regel kein Segen drauf, dann kommen sie irgendwann früher oder später zu Fall. Das ist eben der Punkt. Deshalb müssten auch die Charismatiker täglich eigentlich Römer Richter 11 lesen, was wir als Lesung hatten, denn da ist ganz genau gesagt, welches Land wir einnehmen und wo wir eben keinen Fußbreit davon kriegen. Also, aber erstens eine große Glaubenszuversicht, Kraft, wirklich das Land einzunehmen, auch geistlich in dem zu leben, was uns der Herr geschenkt hat, was er uns verheißen hat. Und ich denke, wir bleiben da in unserem Leben oft weit hinter dem zurück, was uns der Herr eigentlich schon gegeben hat, im Kleinglauben. Aber genauso wichtig auch wie die Zuversicht und die Kraft, verheißenes Land einzunehmen, durch Schutz vor Übermut, sich vom nicht verheißenen Land zurückzuhalten. Also Klarheit, Kraft, Schutz vor Übermut, dann kommt die Verzagtheit. Auch Schutz vor der Verzagtheit, sagt Schlatter, gibt uns der Blick da auf Jesus. Wir haben die Verheißung, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wo ist da Platz für Verzagtheit? Wir haben die Verheißung, dass Gott uns keinen Stein gibt, wenn wir ihn ums Brot bitten. Er wird uns nie weniger Gutes geben als das, worum wir ihn gebeten haben. Das ist eine ganz großartige Sache, liebe Geschwister. Es ist ja oft so, dass wir beten und der Herr gibt uns nicht unbedingt das, was wir haben wollen. Aber es ist eben gut zu wissen, er gibt uns nie was Schlechteres. Er gibt uns, wenn, dann immer was Besseres. Und schließlich sagt Adolf Schlatter, die Aufrichtung zu einem großen Willen, der sich nach Gottes ewigen Gaben streckt. Die Vollmacht Gottes ist Grundlage für einen großen Willen, die Erfüllung dieser Verheißungen heute und in Ewigkeit in Anspruch zu nehmen. Sie richtet unseren Willen auf, uns nicht mit weniger zufrieden zu geben, als mit dem, was er uns verheißen hat. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt, das Ziel des Gebets im Namen Jesu. Das sagt uns Vers 24, bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Ist es nicht großartig, liebe Geschwister? Mitten in der Not dieser Welt will unser Vater im Himmel, dass wir mit Freude erfüllt sind, mit vollkommener Freude. Das ist ja auch der Zusammenhang dieses Abschnitts innerhalb der Worte Jesu. Wie gesagt, vor 2 Wochen hatten wir schon das Thema die wartende Gemeinde. Da haben wir den gleichen Kontext, die gleiche Situation. Jesus sagt seinen Jüngern, dass er geht. Seine Jünger werden ihn nicht mehr sehen. Die Welt wird sich darüber freuen, dass Jesus weg ist, dass seine Jünger jetzt scheinbar schutz- und hilflos zurückgelassen sind. Das sagt Jesus deutlich, Vers 20. Direkt vor unserem Abschnitt, ihr werdet weinen und klagen. Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Die reibt sich die Hände und sagt, jetzt sind sie uns in die Hände gefallen, jetzt machen wir sie platt. Wir sehen, dass diese Verheißung Jesu weit entfernt ist von billigen und platten Versprechen, die der Wirklichkeit nicht standhalten. Die Bibel zeichnet sich dadurch aus, dass sie diese Welt mit all ihren Höhen und Tiefen, mit all ihren Schrecken und so weiter ernst nimmt.
Jesus nimmt die Not, die wir als Gäste und Fremdlinge in dieser Welt erleiden, sehr ernst. Spricht es ausdrücklich an. Ihr werdet traurig sein, auch Vers 23. Aber das ist eben nicht alles. Er sagt weiter, doch eure Traurigkeit wird in Freude verwandelt werden. Natürlich vor allem dann in der Ewigkeit, wenn er wiederkommt, wenn wir ihn sehen, das ist der Hauptgedanke, aber eben auch in den Tagen bis dahin. Denn Jesus gebietet jetzt, heute uns und seinen Jüngern, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig werde. Das ist keine Anweisung für den neuen Himmel und die neue Erde, auch keine Anweisung fürs tausendjährige Reich. Das ist Gebot und Verheißung Jesu fürs Jetzt und Heute. Eine unangefochtene Freude werden wir in dieser Zeit bis zum Tag der Entrückung sicher nicht haben. Wir leben im Feindesland oder das andere Bild, das Jesus gebrauchte, wie Schafe mitten unter den Wölfen. Den Schafen mitten unter den Wölfen ist auch nicht immer ganz wohl zumut. Ja, wir leben auf einer Erde, deren Fürst und Gott Satan ist. Locker, flockig alle Tage. Sonnenschein kann es in dieser Welt nicht geben. Aber wir sind in dieser Situation nicht allein. Das ist der springende Punkt. Jesus sagt, ich lasse euch nicht einfach so zurück. Er schenkt uns zum einen den Tröster, das hatten wir vor 2 Wochen. Aber er macht noch etwas anderes. Er gibt uns, wie wir gesehen haben, einen unmittelbaren Zugang zum himmlischen Vater. Das ist deshalb das Ziel des Gebets im Namen Jesu. Mitten in einer bedrohlichen, feindlichen Welt haben wir einen ständigen und unmittelbaren Zugang zum Vater, sind von ihm versorgt, wie es der Psalm 23 sagt. Salbest mein Haupt mit Öl, schenkst mir voll ein, deckst meinen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ja, die sind da, die Feinde, aber der gedeckte Tisch, die Fürsorge des Herrn eben genauso. Im Gebet dürfen wir selbst den Thronsaal Gottes betreten und werden empfangen. Heute schon, liebe Geschwister, dürfen wir aus seinem Reichtum leben. Heute schon dürfen wir in seiner Macht wirken, auch wenn wir selber äußerlich angeschlagen, klein und schwach sind, tut seiner Macht nicht den geringsten Abbruch, damit unsere Freude vollkommen ist. Und liebe Geschwister, diese Freude lassen wir uns nicht nehmen und bitten den Herrn täglich, dass er unsere Herzen reichlich damit füllt. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Heiland Jesus Christus, wir danken dir für die großartigen Verheißungen, die du uns geschenkt hast. Ja, dass wir wirklich mutig sein dürfen, zuversichtlich, auch in diesen Tagen, in denen die Finsternis immer mehr auf uns hereindringt und uns wirklich vielfach die Lebensfreude nehmen will, Herr, mit all den unglaublich menschenverachtenden satanischen Machenschaften, wo wir immer wieder nur sagen können, das unsagbar Böse tobt sich immer mehr aus. Ja, da ist es oft wirklich schwierig, um nicht zu sagen, schlicht menschlich unmöglich, wirklich eine tiefe Freude, einen tiefen Frieden im Herzen zu haben. Aber deshalb sollen unsere Gottesdienste, das Hören auf dein Wort, die Gemeinschaft mit dir und untereinander ja auch dazu dienen, dass wir von diesen Dingen, von diesem ganzen Wahnsinn und Bösen wegschauen auf dich hin und uns nicht von dem beeindrucken lassen, was um uns herum Böses auf uns eindringt, sondern auf dich, der mitten in diesem Bösen an unserer Seite steht, uns von allen Seiten umgibt, schützt und auch mitten in diesem ganzen Bösen mit Kraft, mit Vollmacht ausrüstet und uns segnet. Wir danken dir, Herr, dass wir das auch immer wieder als Gemeinde erfahren durften und erfahren dürfen, wie du schützend, bewahrend deine Hände um uns hältst, dass wir das auch für die Zukunft bitten dürfen und da auch die Verheißung dafür haben, Herr, dass du weiter bewahrend bei dieser Gemeinde bist, sie segnest, das Böse fernhältst, alles Unwahrhaftige und Falsche, und wo es ihm doch immer wieder einmal gelingt, sich getarnt hineinzuschleichen, dass du es dann auch aufdeckst durch deinen Heiligen Geist und es wieder weichen muss, dass du auch unsere eigenen Herzen immer wieder neu reinigst, Herr,
Denn wir wissen, nicht nur andere stehen immer wieder in der Gefahr, vom Bösen überwältigt zu werden. Nicht nur eine Gemeinde als Ganzes steht in Gefahr, dass das Böse in sie einsickert, sondern auch unser eigenes Herz hat der Teufel immer wieder im Visier, schießt seine Giftpfeile ab, will uns nachlässig machen im Vertrauen auf dich, will uns Zweifel wecken im Blick auf die Größe deiner Liebe und deiner Fürsorge. Ja, und deshalb ist wichtig, dass auch wir jeden Tag für uns selbst bitten, dass du schützend und bewahrend deine Hände um uns legst, um unser Herz, um unser Denken und Wollen und uns auf deinen Wegen führst und leitest. Und da wollen wir dich auch an diesem Sonntag bitten für unser Volk und Vaterland, Herr, du siehst, wie viel da aus den Fugen geraten ist auf allen möglichen Ebenen. Und es stehen jetzt auch in diesem Jahr verschiedene Wahlen an. Auch da wollen wir dich bitten, dass die Menschen doch wach werden und sehen, was geschieht und sich nicht alles zumuten lassen, sich nicht alles aufladen lassen, nicht zu jedem Irrsinn Ja und Amen sagen, sondern wirklich auch ihre politische Verantwortung wahrnehmen, die sie als Souverän dieses Landes innehaben. Und dass du uns wirklich auch wieder Menschen schenkst in politischer Verantwortung an verschiedenen Bereichen unseres Landes, die auch wissen, dass sie unter dem Souverän stehen und die Interessen, die Bedürfnisse des Volkes zu vertreten haben und nicht irgendwelche anderen. Und dass sie in der letzten Verantwortung stehen vor dir, dem lebendigen und allmächtigen Gott. Und dass dieser Verantwortung nicht ein einziger entrinnen wird. Das lass die Verantwortlichen bedenken, auch bei allem Tun im Blick auf die Ukraine, im Blick auf Israel, wo so vieles verworren durcheinander geht. Wir können es nur dir anbefehlen. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.